Grundrauschen. Hey, ich habe nichts zu essen gefunden. Die Küche ist geplündert. Verdammt, meine Tasche. Das ist für dich. Das war... Fuck, ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist alles verschwommen. Wie geht es dir? Sie wurde aber, jetzt habe ich es auch mal gesehen, da schon gebissen irgendwie, ne? Dankbar geht schon. Und du, wie geht's dir? Ich... Ich bin froh, dass es dir gut geht. Sie wurde da schon auf Fett gebissen, ne? Tut mir leid, ich... Schon gut. Okay, sie sucht nach einem Funkgerät oder so. Wozu das, da war noch eins in Mr. Edges Büro, also zum Schutz. Was ist mit dem Licht? Weiß nicht. Schon besser? Das wird schon wieder. Denke ich. Was wollen Sie zum Radioschuppen? Genau, das Telefon ist tot. Sie wollen von dort SOS senden. Wir halten die Stellung. Habt ihr das auch gehört? Shh. Ich dachte, Dylan und Ryan wären schon weg. Wartet, ich sehe mal nach. Wer lebt denn noch? Jacob halt, ne? Beruhigend, der wird auch... Boah, der wird irgendwann dann Emma finden. Wer weiß, was da draußen ist. Vielleicht gefährlich. Ja, genau deshalb will ich nachsehen. Ja, ist es ja besser, eigentlich hier zu bleiben? Ist es nicht in der Etage da drüber? Oder, auf, also wissen die, dass es auf dem Dach sein müsste, oder? Ach du Scheiße. Ja, was werden, Junge? Nimm die Pump halt direkt schon mal in der Hand, ne? Besser als das Ding jetzt da irgendwie von der Schulter ist. Wie geht denn das überhaupt? Ist doch übel Abfuck. So bringt dir das Ding nicht viel, ne? Bin ich ehrlich. Die Frage, ob es so schlimm wäre, jetzt entdeckt worden zu werden. Vielleicht hilft er ja wirklich nur. Jacob hat da geholfen. Hier ist niemand. Oh, verteilen die das Blut zum Beispiel an, also bei Jacob ja auch. Um irgendwie, das Blute sie, also
So mäßig wie in The Walking Dead. Hast du einfach das Blut von den Viechers. Als ob er das jetzt nicht sieht. Das Blut von den Viechern an dir dran machen und dann wirst du dann hoffentlich irgendwie nicht entdeckt von denen. Dann riechen die dich nicht oder so. Ach so, oh mein Gott. Ich kann nicht einfach komplett abwarten. Ah, nein! Aua! Der wirft uns wirklich einfach mit dem Blut ab. Was zur Hölle? Hey, oh, chill. Oh! Achso, benutzt es einfach als Schild. Ne, wir schießen mal nicht. Er wird uns jetzt ja nicht umbringen. Oder? Oh, oh, oh. Nett ist aber auch nicht. Ach du Scheiße. Vielleicht sollten wir doch schießen. Nein! Wieso nach oben, hä? Ich hab jetzt halt nach rechts gedrückt. Oh nein, wir haben die Pump nicht mehr. Wir haben die Pump nicht mehr. Warum bin ich so dumm? Scheiße! Also das ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, aber... Was? Kacke! Naja, ich habe gerade an den Anfang des Sommers gedacht, als wir uns kennenlernten und den Start des Camps und da der Sommer nun bald vorbei ist, frage ich mich, ob wir uns... Gibt's gerade nicht irgendwie Wichtigeres? Sorry, Nick. Was hast du gesagt? Hey. Sorg dich nicht um Caitlin. Sie ist zäh. Ich weiß. Tut mir leid, Nick. Ich bin abgelenkt. Lass uns erst die Nacht durchstehen, okay? Ich kann mich auch täuschen, aber ich hatte das Gefühl, dass... Wollen hier nicht stressen, wir... Wollen mehr. Vielleicht ist es langweilig, wie ich das mache. Aber ich möchte keinen Stress anfangen. Hättest du dir gewünscht, dass mir passiert? Was? Bist du dumm? Hey! Sorry. Ich meine... Natürlich wollte ich, dass mir passiert. Ich war... Was bist du dumm? Auch willst. Wie random! Das scheint jetzt schon so lange her zu sein. Du hättest aber auch mehr gewollt. Sag's mir ruhig. Okay. Ja, glaub schon. Ganz ruhig. Das kam so random. Nick. Was ist denn da draußen los, Caitlin? Versteck dich. Los, beeil dich. Schon okay, ich schaff das. Los, Junge. Wo ist das Gewehr? Wir müssen hier raus. Nein, versteckt euch! Schnell. Ich glaube, viel rennen können wir hier nicht, oder? Das versteckt ihr vielleicht... Oh, dann kommen wir durch das Fenster theoretisch raus. Mann, Digga, jetzt muss ich irgendwie wieder... Luft anhalten, dass es passt. Scheiße. Ist, wenn die rote Markierung weg ist, alles gut? Oh, ich hab's richtig gemacht. Geil. Kann sich aber wieder ganz gut bewegen, der Nick. Das ist doch schön. Oh ja, ja. Früher wurde das Ding sogar als echter Radiosender genutzt. Ich meine, technisch ginge das immer noch, aber heute bringt keiner mehr ein Radio ins Camp. Ja. Irgendwie schon komisch, dass die Kids früher Radio und CD-Player bringen durften. Ich meine, heute
braucht man für alles nur noch sein Handy, aber Mr. Hackett kassiert es gleich an Tag 1, damit niemand von Technologie... von Technologie abgelenkt wird, oder? Technologie, sie gibt nicht nur, sie nimmt auch. Oder was? Und ist das etwas, das du später mal machen willst? Camp Radio? Ich meine, DJ oder Musik oder so. Oh, mit Medien. Ja, ah! Aber ich dachte an ein Studium der Quantenphysik. Quantenphysik? Warte, was? Ja. Du wirkst nicht gerade wie ein... Wollte gerade sagen. Wissenschaftler. Schon klar, ich meine also nicht hier. Tut mir leid, das macht mich jetzt irgendwie neugierig. Was meinst du mit nicht hier? Nicht hier im Camp. Ich mache das zu Hause. Und hier bin ich... Bist du klugscheißer Klassenclown? so würde ich es nicht sagen, aber... Was? Okay, gut, vielleicht bin ich mal in eine peinliche Gesprächssituation hineingeraten und hab sie mit diversen Witzen ein wenig überkompensiert. Du trägst dazu bei. Ja, ich meine, die anderen mochten den blasierten Dillen. Und du? Magst du den blasierten Dillen? Naja, wen interessiert's, Mann? Ist ja ganz cool. ich mag Dillen. Nun, schön, dass du hier bist, Dillen. Ich bin Ryan. Naja, eigentlich bin ich... Lass uns schnell hier verschwinden, Ryan. Ja, den mag ich. Das ergibt wirklich Sinn. Ja, dann. Okay, das ist der Funkmast, der so leuchtet. Gehen trotzdem mal dahin, hä? Okay. Einen Moment noch. Okay. Wie? Checke jetzt nicht. Okay. Hätten wir noch irgendwas... Ach, wir hätten vermutlich irgendwie eine Karte suchen können oder so ein Scheiß, ne? Ich dachte, wir könnten noch irgendwas anderes besprechen. Okay, das Teil lief schon kaum noch, als ich noch als Camper hier war. Es war seit Jahren nicht in Betrieb und ich habe lange gebraucht, um aufzuräumen und alles so herzurichten, wie es jetzt ist. Also, tut mir leid, wenn es dir hier nicht gefällt. Aber ich habe eine Menge Liebe hier reingesteckt. Okay. Ich richte das kurz ein. Okay. Brauchen wir irgendwas hiervon? Die Werkzeuge? Nein. Kommt der gerne Mr. H brauchte mehr Lagerraum. Deshalb darf ich die Schraubendreher mitnehmen. Kannst du weiter auch betreiben. Zum Stechen benutzen. Kapiert. Nimm mit, was geht. Wie weit reicht das Signal? Oh, das Teil wurde gebaut, um die Lautsprecher für Durchsagen im Camp zu erreichen. Und du weißt schon. Tragbare Radios und so zu versorgen. Das Ding reicht wohl so eine Meile. Woher kennst du dich mit all dem aus? Hab's irgendwie aufgeschnappt. Der Technikkram war irgendwie schon immer ein kleines bisschen zu hoch für mich.
Nun, ich kann es dir beibringen, wenn du magst. Wie ein Kurs? Ja, es ist leicht. Wie Klettern. Ja, und es ist gerade scheißegal. Bin dabei, Prof. Mach hier. Also gut, wir müssen die Leistung irgendwie verstärken. Und zwar mit dem Teil hier. Ach du Scheiße. Ein Staubfänger. Will er jetzt hier rauslaufen, oder was? Stärker. Er sieht mitgenommen aus, aber ein Versuch ist es wert. Ja, Mann. Gute Idee. Können wir mit der Außenwelt kommunizieren? Nicht ganz. Das hier ist kein Funkgerät. Also, wir können reden, müssen dann aber den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob irgendjemand eine Antwort zurückgesendet hat. Recht unwahrscheinlich, aber... Tja, mehr lässt sich wohl nicht machen, oder? Ja. Also, was soll ich sagen? Es muss wie ein Notfall klingen. Okay. Hallo, wie geht's euch da draußen? Hier ist das ist ein SOS. Wir sind Betreuer im Hackett's Quarry Sommercamp. Und es gab einen schrecklichen Unfall, Angriff. Ist echt übel hier. Wir brauchen Hilfe. Hier ist ein Bärenschwarm und sie sind, überall. Ja, es klingt realistisch, Jäger, ne? Die auf Bären schießen, aber auch auf uns. Und das ist gar nicht gut. Und ein paar von uns sind verletzt. Und, wir brauchen dringend Hilfe. Also bitte, hier sind, fiese Bären. Und, wir wissen nicht weiter. Ihr müsst uns helfen. SOS. Das ist eine Notlage, also rettet uns, beeilt euch und helft uns. Und, war ich gut? Sag schon. Bärenschwarm? Ja. Ich schwärm bloß. Ja, ich bin halt Profi. Was? Oh mein Gott. Na gut, ich sollte den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob uns irgendwer antwortet. Ja, okay, gut. Ich halte die Augen offen, während du dich um die Technik kümmerst. Okay, ja klar. Hm? Ach du Scheiße. Digga. Ja, nur. Was guckst du so dumm? Als ob du das Viech nicht gesehen hast. Was hat er? Hat er gesagt, Lodge? Weiß nicht, Moment. Zwei sind im Radioschuppen bei den Hütten. Der Rest von ihnen ist verschollen. Bestätigt. Ende. Ende. Das sind die Funkgeräte von den anderen. Von den beiden Verrückten, die hier rumlaufen. Wir wissen nicht, ob sie uns meinen. Die haben uns gemeint, ja ganz klar. Oh, scheiße, die aber haben scheiße, uns gemeint. Das Viech ist da draußen. Scheiße, Mann. Wie? Wir haben's verraten. Wir müssen hier trotzdem drinbleiben. Verdammten Radio! Fuck! Die wissen, wo wir sind, Mann. Wir müssen hier weg. Wir haben halt eine Pump, aber das Viech ist gefährlicher. Real Talk. Ey, nicht, als nicht die. Okay? Klar, die haben Gewehr, lass, aber. Lass uns Caitlin und die anderen suchen. Okay. Sam sind ja zumindest nicht umgebracht, ne? Nein, 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 nein! Warum warnst du mich nicht, dass da draußen was ist? Ja. Du hast sie nicht gejuckt. Ich war nicht sicher, Mann. Fuck, was war das, verdammt? Ich weiß es auch nicht. Mach nicht die Tür auf, was? Stemm da irgendwas gegen. Ich meine, der kann auch irgendwo durch. Oh mein Gott. Auf dem Dach. Brian? Super. Pump in die Hand nehmen. Ist das ein Bär? Nein, ist kein Bär, Digga. Ein Bär ist nicht so abgemagert. Und hat Fell. Du hast es doch gesehen jetzt. Ja, komm, nimm die Pump in die Hand. Und zur Not das Dach einmal durchlöchern. Wobei, die Pump hat dann nicht so viel Schuss für gerade, glaube ich. Wir sollen halt nicht ernsthaft da durchschießen, oder? Das crasht ja jetzt wohl nicht durch das Holz durch. Was ist das? Geh vom Fenster weg. Wenn es da durchkommt, dann
Ja, gerade. So wie du da stehst gerade, ist nicht gut. Was? Kein oh nein, oh mein Gott, sie kommen den Weg rauf. Oh, scheiße. Schieß durch die Decke, komm, ist doch besser. Gehen die Lautsprecher? Oh, ja, okay, ja. Ja, ja, sag, sie sollen sich verstecken. Fuck, nein! Scheiße. Drück die Taste. Na gut, wenn die das doch... Kate, wenn die das, wenn, in Gebäude, wenn noch nicht, nicht so raus. Weit weg, die müssen das doch sehen. Geht in eine Hütte, los, schnell! Gut. Als ob die das Ding nicht auf dem Dach gesehen haben, da ist doch Licht genug. Sie sind weg. Hier rein! Was jetzt? Töten wir sie? Oh, scheiße, ihr habt es ausgewählt. Wir töten es. Aber gut, ist vielleicht... Das ist kein normales Tier, Mann. Ja, ist halt so das Ding, ne? Der, das die Viech hat ja auch schon ein paar Shots getankt, glaube ich, ne? Ach, scheiße. Hast du eine bessere Idee? Wenn es ein Gehör hat, wie ein Hund oder so. Ich meine, ich könnte eine hochfrequente Rückkopplung erzeugen und dann voll aufdrehen. Ich meine, das wird richtig schmerzhaft, aber... Okay, gut, tun wir's. Rückkopplung. Okay. Für das Vieh dann aber eigentlich mehr als für uns, oder? Du schaffst das. Gleich. Hey, dreh jetzt nicht durch. Du schaffst das schon. Okay, ja, gut. Irgendetwas fehlt, aber. Aber was? Ich lenke es ab. Kann er es einfach so reparieren? Ach du Scheiße. Mach schon, los, Beeilung. Okay. Ich wollte gerade sagen, genau das wird halt gleich passieren, ne? Der Arm, ich dachte, der Arm wäre ab. Okay, der ist noch dran, aber ich glaube, dem wird es nicht so gut gehen, ne? Das sieht er noch. Oh, das ist er! Ich wollte schon sagen, das sah vorhin nicht nach Nick aus. Das, ich wollte schon sagen, das sah nach Dylan halt aus. Nicht nach Nick. Dann nicht mit der Schrotsäge, Digga. Wir nehmen die Kettensäge. Ist auch nicht geil, aber die Schrotsäge, Digga, dann willst du ihm den scheiß Arm zerhackstückel schießen, oder was? Gott, oh mein Gott, ist das krank. Hätten wir uns gerade, also das war jetzt, hätten wir nicht verhindern können, oder was? Also vielleicht schon irgendwie, aber viel, viel früher halt erst. Schon, ach, keine Ahnung. Wenn er sich hätte beeilen sollen oder so. Hol das Kabel. Was? Hol das Kabel. Das Ding, hol es. Mach ich. Wir müssen das vielleicht nochmal abbinden. Fest drauf. Ach du Scheiße. Einfach so die Hand abgemacht. Was muss ich tun? Die Tasse. Kumpel, du musst drücken. Ja. Lautsprecher im Arsch. Hat gereicht.
Gut gemacht, Dylan. Oh, stimmt. Oh, fuck, meine Hand. Richtig. Richtig. Oh, warte kurz. Warum hast du das getan? Okay. Du hast gesagt. Ja. Ganz schlechte Idee. Ach du Scheiße. Ach, kurze Pause. Er hat seine Hand verloren. Er steht da wieder ganz gechillt. Ich denke schon, fürs Erste. Einer der Jäger hat uns erwischt. Ach, Scheiße. Hat uns aus der Lodge gejagt. Wir sind ihn auf dem Weg losgeworden. Ist der Notruf raus? Ich glaube schon. Gut. Ich hab's auch von der Hand noch nicht gesehen, ne? Was zur Hölle war da oben? Oh, jetzt. Oh mein Gott! Dylan, was ist los? Ach, mir geht's gut. Oder auch nicht. Aber es tut nicht weh. Du stehst unter Schock. Puh, heilige Scheiße. Hat das Ding das getan? Nein. Nun, so ähnlich. Caitlin, wo ist dein Gewehr? Hab's verloren. Wir hatten Besuch von einem dieser Jäger. Wer hat da wo drauf geschossen? Das klingt nach einem Gewehr und nicht nach einer Pump. Hat sie auf uns geschossen? Oder? Wer ist das denn jetzt? Wer ist da? Digga, was? Wer war sie? Sollten wir ihr folgen? Ja. Die sah aus, als würde sie das Viech halt jagen irgendwie, ne? Aber eine Pump, okay. Vertraut nicht auf mein Gehör oder mein Waffenkenntnis, verstanden. Oh nein. Sag mir jetzt nicht, die ist schon tot. Dann, Scheiße, Dylan, was ist das? Oh mein Gott. Das ist ja aber nicht die jetzt, oder? Die hat die ja hoffentlich auch nicht erschossen, die da jetzt im Pool liegt. Aber wer kann da jetzt plötzlich im Pool gespawnt sein, Digga? Fuck. Oder war das, oh mein Gott, war das Emma? Wir sind zwar ganz woanders, aber hat das Viech Emma bis hier hingeschleift, oder was? Willkommen. Gibt wohl wieder weniger Gewürm auf der Welt. Lass uns doch mal sehen. Ohne Karten muss ich dich leider enttäuschen. Ab mit dir. Es gibt genug zu finden, du musst nur suchen. Wir blicken nur allzu gerne in die Zukunft. Dabei birgt auch die Vergangenheit große Geheimnisse. Vergiss das lieber nicht. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich bleib hier. Mhm. Ich warte auf dich. Was meint sie mit Vergangenheit? Dann irgendwie auf Sachen achten, dran denken, was hier jetzt schon passiert ist vielleicht?